Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Quest, die Straßenpatrouille. Das ist mein erster Auftrag als Söldling der Kriegsgeweihten. Aber bevor ich auf Patrouille gehe, muss ich in Diedenhelm mit Wulrendig reden. Vermutlich finde ich ihn in der Hütte der Heilerin. Und genau das werden wir jetzt mal machen. Arbeit für die Kriegsgeweihten? Sehr gut. Das Gold wird langsam knapp und meiner Mutter geht es nicht gut. Auf zur Wächterbrücke. Jo, Wächterbrücke? Die Brücke mitten in Lorcaran? Geht von hier aus nach Norden, dann nach Osten und folgt schließlich der Straße nach Süden. Okay. Leb wohl, Mutter. Es ist nicht für lange. Wollte gerade sagen, ich bin doch nicht deine Mutter. Na gut, gehen wir mal wieder raus. Norden, Osten, was weiß ich wohin. Gelben Kringel folgen. Und, ja. Kriegsgeweihten-Quest sollte ja nicht zu lange dauern, den eigentlich zu lösen. Hoffe ich. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht ewig lange. Denn eigentlich, wie gesagt, sollte das schon längst hinter uns liegen. Kann ich da nicht direkt hin? Ja, super. Wächterbrücke mit Schnellreise. Norden, Osten, egal. Wir fliegen dahin. Superwoman mit ihrem Umhang. Oder mit einer Kutsche. So. Freunde. Ihr werdet hier nicht mit geschlossenen Augen rumstolpern. Nein, ihr seht euch um. Aufmerksam. Okay, kommt da irgendwie ein Feind von da hinten? Nein, der dreht wieder um. Okay. Wie ich sehe, habt ihr den Weg zu Castellan Delfric also gefunden. Mhm. Wollen wir anfangen? Oder stehen wir einfach nur hier herum, bis meine Haare grau werden? Jo, ich zeig dir gleich mal hier, wer hier graue Haare kriegt. Legen wir los. Also gut, hört zu. Unsere Aufgabe heute ist es herauszufinden, wer oder was auf dieser Straße Karawanen angegriffen hat. Wir beginnen unsere Suche zwischen hier und dieser Weggabelung. Schwärmt aus und beeilt euch. Sucht nach jeglichen Hinweisen und sammelt euch dann bei der Gabelung. Auf meinen Befehl hin. Los! Augen auf! Jawohl! Verteilt euch! Ja, okay. Ihr geht dort entlang. Untersuche Hinweis. Das Gras hier wurde ordentlich geschnitten. Es wirkt, als wäre dafür eine frisch geschärfte Sense verwendet worden. Mhm. Wonach suchen wir? Und wir haben eigentlich einen Singstein. Nach Dieben? Nach Blut? Ich sehe überhaupt nichts, verdammt. Die Sommerfallen ertrugen den Ansturm des Winters. Sie prallten mit Blitz und Feuer aufeinander und ein Gottsturm fuhr über das Land hinweg. Erinnert ihr euch an den ewigen Regen, den Hagel von Körpern, sowohl winterlich als auch warm? Es war ein Schwert, das den Ebenen den Tod brachte. Hm. Nächster Hinweis. Obwohl dieser Stein durch die jüngsten Regenfälle fast verdeckt wurde, sind doch frische Risse zu erkennen, die von dem Aufprall eines schweren Objekts herzurühren scheinen. Auf dem Stein sind außerdem schwache Blutflecken zu sehen. Hm. Okay. Okay, ich finde euch alle, ihr Hinweise. Dieser Knochen ist überraschend sauber, so als wäre er von jeglichen Resten befreit worden. Mehrere seltsame Risse ziehen sich tief durch den Knochen. Okay, okay. Nur noch zwei. Was war das? Oh oh. Was ist denn jetzt los? Wo ist Bray? Was? Oh, bei Mitaru! Dieses Gepäck eines Händlers sieht aus, als wäre es seinem Besitzer gewaltsam entrissen worden. Welche Lebensmittel sich auch immer in ihm befinden, sind inzwischen verfault. So, und jetzt schnell da noch hin und dann haben wir es. Hoffentlich. Wir sind gerade erst aufgebrochen und haben schon einen verloren? Wie erbärmlich. Ja. Hat irgendjemand etwas gesehen? Keinen Hinweis auf den Angreifer? Es geht weiter. Wir halten uns östlich, überqueren den Fluss und gehen dann nach oben zu den Stufen der alten Ruinen. Bewegung! Okay, ich habe die Augen offen. Was ist passiert? Söldling Volmorik ist tot. Was? Wer auch immer das war, hat sie erwischt. Vergesst sie vorerst. Ich will, dass der Rest von euch vorbereitet ist. Waffen bereit und Augen auf! Wir bekommen heute tatsächlich etwas zu tun. Vielleicht mehr, als ihr euch erhofft hattet. Also mir wird sowas ganz bestimmt Seid nicht auf passieren. Der Hut. Oh, das passiert doch mir nicht. So, ich gehe mal hier mit den Leuten mit, weil ich habe ein bisschen Angst um die. Ich pass auf euch. Wenn da aber jetzt einer verloren geht, kann ich auch nichts dafür.
Du bist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Okay. Stulpendes Eisschild, die wollte ich gar nicht, ich wollte den Hinweis. Die Überreste eines Händlerkarrens sind beinahe im Dreck verschwunden. Der Karren selbst wurde von irgendetwas zerfetzt, das entweder enorme Kräfte, klingen wie Segen oder beides besessen haben muss. Oh oh. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Leute, geht ihr weiter? Geht ihr weiter oder nicht? Ja, dann laufe ich da jetzt. Habt ihr etwas gehört? Was? Wir gehen weiter, Leute. Wir gehen weiter. Ich muss hier lang, wegen dem Hinweis. Hä? Wo sind denn jetzt die anderen? Warum? Wo geht... Leute, wieso trennt ihr euch? Warte mal, ich gehe hinter ihm her, weil er ist hier alleine. So. Dieses Skelett ist noch ziemlich frisch. Grausame Bissspuren und seltsame tiefe Wunden zeigen, wo das Fleisch von den Knochen gerissen wurde. Okay. Es wird... Was? Nein! Hallo, hört mal auf, dass die immer verschwinden jetzt. Das ist voll scheiße. Da ist Nummer 1, Nummer 2, schnell. Hinweis? Das war jetzt schon der zweite. Aber diesmal habe ich etwas gesehen. Wer oder was auch immer das war, ist in die Ruinen gelaufen. Ganz ruhig jetzt. Haltet eure Waffen bereit und folgt mir. Na toll. Was habt ihr gesehen? Ich weiß es nicht. Es war so groß wie ein Mensch, mindestens. Seid einfach bereit. Ja, ich bin doch bereit, Mann. Und haltet die Augen. Den mache ich mit zwei Dingern platt. So, ich laufe da jetzt ganz schnell hin. Und ihr kommt bitte mit. Hinweis. Achtung! Was? Mitaro. Wir ehren unsere gefallenen Söldlinge. Gar nichts los. Niskaru? In Dalentart? Wo zur Hölle sind die denn hergekommen? Wie auch immer, wir müssen sie aufspüren. Ich schätze, ein paar Worte haben die Toten wohl verdient. Was ist denn jetzt? Wir betrauern die gefallenen, Söldling. Gebt mir einen Moment und lasst mir ein wenig Raum. Gehen wir. Wir machen aus euch schon noch eine Kriegsgeweihte. Ja, im Gegensatz zu den anderen habe ich überlebt, ne? Ein scheiß Niskaru, der hier die umgebracht hat. Aber da konnte ich auch nichts machen. Ja, da kann man wohl nichts machen. Und die Kisten mache ich eigentlich auch nur noch auf, immer weil ich die Hoffnung habe, dass... Hallo. Dass da vielleicht ein goldenes Set-Teil immer drin ist. Aber, ja, war nicht so der Fall. Da ist noch eine Bandtruhe. Die könnte man vielleicht nochmal öffnen. Weiß man ja auch nie, was drin ist. So. Ja, das machen wir, das machen wir. Jo, 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 jo. Jo. Tada! Okay, sehr schön. Hab ich geschafft. Mal wieder. Ja. Und dann gehe ich mal wieder zu ihm hin. Achso, wir sollen ihm folgen. Okay. Wir folgen dir, wir folgen dir. Ja, deine Leute sind alle weg. Ich hätte die echt beschützt, aber... Sollte nicht sein. Guck mal, da kommen Gegner. Zack. War das alles? Ja. Mehr ist nicht los für mich hier. Du hast ja auch die Heldin von Melzenshi an deiner Seite. Sorry, dass ich das schon wieder erwähnen muss. Aber es ist so. So, ich folge ihm weiter. Hier entlang. Ja, bin dabei. Ich habe den einzigen Niskaru hier in dieser Gegend getötet. Hier sind Schleifspuren. Tatsächlich? Habe ich nicht drauf geachtet. Niskaru besiegen. Ja. Besiegt. Tada. Na, wenn das nicht die Höhlen der Halle der Briganten sind. Von allen verrotteten Löchern mussten sie ausgerechnet hier rausgekrochen kommen. Also gut, Söldling. Die Patrouille ist vorbei. Hier ist euer Lohn. Ihr habt es immerhin bis hierher geschafft. Ich werde jetzt rausfinden, was diese Dinger in Dalentart wollen. Kommt mit mir. Und ihr könntet es bis zur Schildverpflichteten bringen. Das denke ich schon. Dann los. Ja, das ist es, was ich hören will. Wir machen aus euch schon noch eine Kriegsgeweihte. Ja, Mann. Gut. Okay.
Bei Eamons Eid gehen wir rein. Ja. Warte. Hatte da noch jemand was? Für mich? Ach, hier ist noch was. Reparaturkit. Kann man immer gebrauchen. Die Straßenpatrouille. Es geht weiter. Ab in die Halle der Briganten. Hier waren wir auch noch nie drinne. Auch wenn wir jetzt eigentlich viel zu stark für die ganzen Monster sind, finde ich das toll, mit den Leuten zu reden, ein bisschen mehr über die Umgebung wieder zu erfahren. Bleibt in meiner Nähe und tut, Höhlen was ich euch sag- zu betreten, nun, die wir noch nicht gesehen haben. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Eine unerforschte Höhle. Ja, die Halle der Briganten hat sich ihren Namen redlich verdient. Sie ist ein berüchtigtes Diebesversteck. Der Weg vor uns wird voller Fallen sein. Hinter dieser Tür dort müsst ihr bei jedem Schritt vorsichtig sein. Okay, was ist jetzt? Als erstes müssen wir diese Tür dort drüben aufbekommen. Lasst mich kurz nachdenken. Gut. Halle der Briganten. Ich selbst habe Nera Rothand aus diesen Höhlen gejagt. Das ist Jahre her. Und davor hatte sich Tine Delfrig, Garedrill, vorgeknöpft. Irgendein Beutelschneider versucht immer, sich in der Halle der Briganten einen Namen zu machen. Okay. Also, wie war nochmal der Trick bei dieser Tür? Es war kein Schlüssel. Ja, richtig, raffiniertes kleines Ding. Kommt schon, bewegt euch! Okay, was hat er denn jetzt? Müssen wir uns jetzt voll beeilen hier? Okay. Okay. Seid vorsichtig. Ja, ja. Hier sind die meisten Fallen. Okay. Okay, er hat mich gewarnt. Ja, ist okay, ich wollte das... Macht schnell! Nein, ich wollte die Falle mal entschärfen. Ja? Nein, ich will nichts von dir. Ich laufe hier dran vorbei. Oder ich mach sie, genau, und schärf sie, dann passiert auch nichts. Lalalala, ich laufe einfach durch. Selbst wenn ich getroffen werde, mir doch egal. Ihr geht außen herum und betätigt den Hebel auf der anderen Seite. Und nehmt euch vor den Fallen in Acht. Mhm. Hui. Aua. Aua. Die habe ich nicht gesehen, weil ich auf das Ding geachtet habe. Lass mich. Oh, ich bin echt zu doof hier für diesen Fallenscheiß. Ja. Schnappe die Schnapp, Schnapp. Alexis ist zu doof. Kannst du jetzt mal einen Trank nehmen? So, den. Und das Seil, das sieht man ja auch. Muss man mehr auf diese anderen achten. So. Auf die Schnapper auf dem Boden, die sind die gemein. Die Schnapper nenne ich sie. Nennen sie die Schnapper. Dumbledores Tür öffnet sich. Hogwarts. So. Er kommt hinterher, ja? Blut. Miss Caro. Seht ihr die Leichen da vorne? Dieser Ort hat schon immer Diebe angelockt. Und jetzt sind sie tot. Und stattdessen haben wir hier Niskaru. Aber warum? Das ist die Frage. Von jetzt an übernehmt ihr die Führung. Ich muss nachdenken. Wie jetzt? Wir durchkämmen jeden Winkel dieser Höhlen und finden heraus, wo diese Niskaru herkommen. Und dann machen wir der Sache mit unseren Schwertern ein Ende. Ja! Gehen wir weiter. Ja! Ich muss ja erstmal alles angucken. Ich habe noch 9 Dietriche. Die gehen auch immer ganz schön schnell flöten. Könnte mir mal wieder einen Batzen kaufen. Ich bekomme eine trübe Schutzscherbe. Aber die können wir mittlerweile ja alle aufwerten. Von daher nicht so schlimm. Da ist nichts Wertvolles. Was ist mit dem Niskaru? Oh, Abholzborke, sonst nichts. Okay. Dann wollen wir mal hier weiterlaufen. Achso, wo ist der Hebel? 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 Geht es so auf? Ja.
Padam. 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 Tam. Ta. Hier kann man wieder raus? Oder was ist hier? Nein, eine Geheimtür. Sowas finde ich auch immer cool. Ein Geheimversteck. Da staunst du, was? Und hier gibt's ganz schön viel Gold. Und einen einfachen Mana-Trank. Voll so gar nicht brauchbar. Ich will das alles gar nicht haben. Was hat der hier? Will ich auch nicht haben. Okay. Das ganze Gold und Silber, das brauchen wir eigentlich gar nicht. So, wir gehen hier lang. Ich soll ja führen. Pass auf die Fallen. Alexis, die Fallen. Ja, was kann ich dafür, wenn du da reinrennst, du Trottel? Ihr werdet eine gute Schildverpflichtete abgeben, wenn das alles vorüber ist. Ja. Hier ist auch ein Freund von dir vielleicht gewesen. Ich weiß es nicht. Ah, die Blumen. Eines Tages, in vielen, vielen Jahren, werden wir beide das Glas erheben und auf die seltsame Geschichte trinken, ja, wie ihr euch euren Rang erworben habt. Wie kommst du eigentlich darauf, dass wir hier beste Freunde werden und so, nur weil ich dir hier mal eben helfe? Also echt. Mein Inventar ist voll. Das musst du mal bedenken. So, robuste Lederhandschuhe, die sind 12, 14, das ist natürlich alles nicht so wertvoll. Das brauchen wir alles nicht. Nein. Das ist alles Plunder für uns. Accessoires brauchen wir auch nicht. So. So, Gegenstände. Reparaturkit können wir auch benutzen. Zack. So. Dann können wir die auch mitnehmen. Die Dietriche, die guten. Na, 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 na. Habe ich noch was? Da ist bestimmt noch was in der Ecke gewesen, ne? Nicht hier. Nee, okay. Hätte ich jetzt gedacht. So. Was ist das denn? Verdammte Magier. Und nicht von Balens Testament. Bestimmt die Tuata. Sie müssen diejenigen sein, die hinter diesen Niskaru stehen. Tuata, Tuata. Und das bedeutet, sie haben das Blut von Kriegsgeweihten an ihren Händen. Tuata? Der kürzeste Weg zu einem Niskaru ist Chaosmagie. Mächtige Chaosmagie. Und wie verhindert man, dass er sich umdreht und einen zerfleischt? Mit noch mächtigerer Magie. Na schön. Die machen wir platt. Stirb! Stirb! Okay, es sind doch keine Tuata. Fahr lang, die Erzmagier. Nein! Die Barrieren! Nein! Was passiert mit ihm? Nein! Scheiße! Oh, ihr Schweine! Das war echt doof. Ich hätte ihn gerettet. Ich konnte noch nicht. Manu. Oh, voll assi. Scheiß Niskaru. Kack. Ich konnte ihn nicht retten. So, es ist voll scheiße. Aber die Sequenz war toll. Ja, jetzt haben wir den Salat. Bin schon wieder alleine hier. Immer sterben meine Mitmenschen. Aber ich kann nichts dafür. Lasse mir keine Schuldgefühle einreden. Aber ist doch interessant. So. Soll ich mich da ranschleichen an die? Die bemerken mich doch gar nicht. Die sind viel zu doof. So, ich mach mal hier mit meinen coolen. Warte mal, das kann weg. Das, so. Phalangi-Schwertkämpfer heißen die. Okay, sie haben mich bemerkt. Oder? Nein. So.
keiner lässt mir hier was übrig. Doch, die hier. Muss ja ein bisschen meine Belohnung nehmen. Große Erfrierung brauche ich eigentlich nicht, aber bevor ich da immer wieder rangehe. Und die Bantro noch, eine leichte sogar. Kriegen wir hin. Ja. Passt schon. Da ist noch eine Bandruhe. Jetzt haben wir hier mehr Glück. Auch eine leichte. Oh, das war falsch. Stopp, stopp, stopp. Ja. Große gepanzerte Schnur. Ja, wer weiß, vielleicht brauche ich das noch irgendwie zum Schmieden oder so. Hier ist noch eine. Nein. Ups. Okay. Danke. Was? Schlangengift? Ich weiß gar nicht, ob wir je schon mal Schlangengift hatten. Wir laufen weiter. Gucken, was uns jetzt hier erwartet. Tolle Höhle. Sehr interessant. Telogros, bei den Winden der schwarzen Tiefen. Tretet hervor. Tretet hervor. Wer wagt es? Was? Wir sind die Phalangi. Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Was? Was er denn für einer? Was er denn für einer? Ja. Voll die... Das wär schon hart gewesen. Also, wenn wir jetzt nicht so stark wären, das wäre schon nicht ohne gewesen. Aber so ist es halt, ja. Herz von Sibun. Artefakt zur Feste bringen. Okay. Das war jetzt schon nicht ohne. Was war das jetzt? So ein Niskaru-Gottvieh? Niskaru-Tyrann. Oh, Tyrdons Kyras des Krieges. Yay! Gelbes Setteil. Coole Scheiße. Okay. Dann packe ich das mal hier weg. Dockerfa Schattenwinkel. Ich lese es nur mal vor. Professionell gefertigten, verzauberte Version von improvisierten Dockerfa Kampfwinkeln für den Faustkampf und spontane Ehrkämpfe. Sind natürlich nicht gut genug für uns. Nicht mehr. Wirklich. Und das hier auch nicht. Okay, dann packe ich das mal weg. Und dann sammeln wir das mal ein. Sehr schön. Okay. Cool. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, dann können wir raus und haben es hinter uns. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Da, so kriegt man natürlich auch die goldenen Setteile zusammen, ne? Also das ist klar, wenn ich diese ganzen Handlungsquests hier gar nicht gemacht habe, dann, ja, mach mal Schnellreise, bring das zum Kampffeste-Dings, wie das nochmal heißt, und dann werden wir, Krieger-Dingens, Geweihte-Dings. Schildringfeste, genau, das meinte ich. Und werden wir ein Schildringfest, Mädel. Weil wir den Meganiskaro-Lord getötet haben. Ost-Ordura ist tot. Und so viele Söldlinge ebenfalls. Wir werden um sie trauern. Doch zumindest habt ihr es irgendwie geschafft zu überleben. Bemerkenswert. Als Belohnung für eure Tapferkeit erkläre ich euch hiermit feierlich dem Schild verpflichtet und dem Krieg geweiht. Willkommen in unserem Orden, Soldaten. Es ist eine gewaltige Ehre. Also, dieses Artefakt, von dem ihr sagt, es habe die Niskaru herbeigerufen, dürfte ich es sehen? Hier ist das Artefakt. Was? Das ist das Herz von Sibun. Eragon hat es vor Jahrhunderten in seinen Besitz gebracht. Es sollte sicher in unserer alten Schatzkammer verwahrt sein. Wie konnte es jemand von dort stehlen? Das ist ein Albtraum. Reist zur Helmgard-Feste in Eratel und findet heraus, wie dieser Diebstahl geschehen konnte. Sprecht mit Grian Shane, dem Kastellan von Helmgard. Ja, okay. Normalerweise hätte ich diese Aufgabe Ost übertragen. Macht seinem Andenken Ehre, Schildverpflichtete. Ja, schon nicht ohne. Ist interessant. Also für mich cooler Nebenquest in dem Sinn. Schildverpflichtete?
Hätten wir mal eher machen sollen. Dann wäre das, aber so war auch cool. So ist auch cool, dass man so innerhalb von diesen zwei Parts das jetzt so durchreißen kann. Dann ist irgendwie, ja, es sind schon coole kleine Nebengeschichten. Ich hoffe, ihr seht das auch so spannend wie ich. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.